Also ich habe jetzt den berühmten Sigi Bergmann, den wird ja jeder kennen, für die Jungen natürlich nicht. Der Sigi war bei 22 Olympischen Spielen dabei als Reporter. Und er hat natürlich früher auch viele Skirennen und mich interviewt, gell Sigi? Und du hast ja sehr oft einen großen Film einmal über dich gemacht, der dann einen riesen Skandal gehabt hat. Eine schwere Operation, die er hatte. Und das habe ich aber gespielt im Sport am Montag, genau vor dem Damenabfahrtslauf im Garmisch-Partenkirchen. Genau. Und da haben alle gewarnt. Und so. Die haben sich dann beschwert beim Bundeskanzler, beim Justizminister, was weiß ich. Das war eine ganz schwierige Operation. Und ich wollte nur zeigen, der Bursch fährt so gut und trotzdem erwischt es auch die allerbesten. Genau. Und das hat ein furchtbares Problem gegeben. Ja, weil man gesehen hat, wie es wirklich ist, als Operation, wie es der Wild zugeht und wenn man alles sieht, wie das geht. Aber Sigi, du hast ja seit kurzem unsere Neurosocks und da möchte ich dich gerne fragen, wie es dir damit geht mit den Socken. Ja, ausgezeichnet, muss ich sagen. Ich bin jetzt 81. Und jung. Ja, jung nicht, aber trotzdem. Und das hilft mir sehr. Also ich fühle mich unheimlich gut. Du hast mir auch, wie ich es gekriegt habe, gesagt, lass in der Nacht auch an. Genau, sehr wichtig. Das lasse ich auch. Also mir geht es wirklich gut. Das finde ich natürlich super, Sigi, weil viele unserer Kunden befolgen oft diesen Rat nicht, dass man die ersten 7 Tage die Socken Tag und Nacht tragen sollte. Und das habe ich selber bei mir gemerkt. Weil nach dem 4. Tag, nach Tag und Nacht tragen, war bei mir die Schwellung weg. Und hast du es in der Nacht dann wieder auslassen oder hast du es immer? Ja, nein, nach einer Woche habe ich sie wieder weggegeben, weil die Schwellung weg war. Aber bei dir ist es natürlich super, wenn du es in der Nacht tragst und so wie du jetzt sagst, dass dir ein besser geht, das freut mich natürlich sehr. Es geht mir sehr gut, ja. Du musst denken, ich bin zuckerkrank, aber ich mache viel Sport, ich mache viel Bewegung und da ist diese Unterstützung für einen 81-Jährigen super. Ja, aber du bist ja noch super benannt. Na ja, Gott sei Dank. Nein, das gefällt mir, Sigi, dass du dich so wohlfühlst und dass es dir so gut geht mit unseren Socken. Das ist natürlich ganz toll. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute, Sigi. Ich ja. Ich danke. So, wie du danke.